Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im vergangenen Projekt habe ich dieses Teil hier gebaut. Das ist sowas wie eine mobile Werkbank bzw. ein Luftreiniger oder eine Maschine für die Werkstatt. Und das Projekt verlinke ich dir mal oben rechts im Eck, wenn dich das interessiert, wie du die Luft halt eben in der Werkstatt sauber bekommst. Weil ich natürlich nicht eine Werkstatt haben will, um mit der Werkstatt die Werkstatt auszubauen, werde ich aber im heutigen Projekt ein Möbel für zu Hause bauen. Dafür habe ich mir auch schon was bestellt. Das sind hier diese Teile. Und bevor ich genaueres dazu erzähle, werde ich erstmal ein bisschen Holz zuschneiden, denn schließlich muss der Holzsamen ja noch trocknen. Ein Tag ist vergangen, jetzt können wir die Bretter auf die finale Dicke hobeln. Davon müssen wir aber noch eine Kleinigkeit erledigen. Kleiner Trick mit den Rohrschraubzwingen. Einfach ein kleiner Klaps hinten drauf. Und dann können wir sie direkt zusammenschieben. Ich schiebe die auch mittlerweile immer direkt komplett durch, denn die Leimreste, die dann noch auf dem Rohr sind, sind dann auch direkt schon weg. Wir sehen jetzt hier überall so ein bisschen den getrockneten Leim. Den müssen wir natürlich als erstes entfernen. Denn würden wir das Ganze so durch die Hobelmaschine schicken, dann würde das Ganze abrichten, was wir am Anfang gemacht haben, nicht so wirklich viel Sinn ergeben. Denn dann würde das Holz nicht plan auf der Oberfläche aufliegen, sondern hier an den Hochpunkten aufliegen. Und deswegen entfernen wir die jetzt als erstes. Ich lasse die dazu auch extra in den Rohrschraubzwingen am Anfang eingespannt. Hier hinten habe ich einen kleinen Anschlag auf die Werkbank gespannt. Und diese Leimfuge kann ich jetzt entfernen. Toll, erstmal eine Kleinigkeit, als ihr hier das teilweise gebaut habt, das ist ultra effektiv. Also der Langbandschleifer wird ja derzeit noch nicht abgesaugt, das wird irgendwann noch kommen, aber der ganze Staub, der jetzt die ganze Zeit sonst in der Luft war, ist jetzt nicht in der Luft, sondern hier unter mir in den Luftfiltern. Also richtig coole Sache, hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Jetzt sind wir quasi an dem Schritt angekommen, wo sich die ganze Vorarbeit zu Plattenmaterial ein bisschen unterscheidet. Jetzt haben wir halt eben unser eigenes Plattenmaterial hergestellt und die ganze Arbeit hätten wir halt eben nicht, würden wir direkt normales Plattenmaterial verarbeiten. Aber sind wir mal ehrlich, das hier sieht sowieso viel schöner aus als Birkenmultiplex als Möbel. Als nächstes werde ich hier diese ganzen Teile auf die fertige Breite zuschneiden und anschließend kann ich sie mal auf die richtige Länge zuschneiden. Dann kann ich wieder ein paar Maße nehmen und schauen, dass ich die Bretter, die ja später noch als Front eingesetzt werden, dass ich die dann halt eben auch fertig mache.
Eigentlich wollte ich die Teile ja mit meiner Tauchsäge auf die fertige Länge zuschneiden. Das hat aber wirklich in dem Fall gar nicht gut funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass die Führungsschiene ein bisschen ausgenudelt ist, weil ich damit immer die Bohlen grob zuschneide. Nichtsdestotrotz werde ich es jetzt mit der Tischkreissäge zuschneiden. Da habe ich dann jetzt schon 2 Testschnitte gemacht und damit ist das wirklich super, super genau. Also es ist cool, wenn man selbstgebautes Werkzeug doch teilweise besser als gekauftes Werkzeug benutzen kann. Für diese Schnitte benutze ich jetzt hier diesen Schiebetisch. Das Teil habe ich komplett selbst gebaut. Gibt es auch ein eigenes Video drüber. Also schau das doch gerne mal an, wenn du genug Platz hast und eine Tischkreissäge, für die du das Ganze auch anwenden willst. Okay, ich verleime jetzt doch nur keine Bretter. Ich will jetzt erstmal schauen, ob das hier mit der Flachdübelfräse gut funktioniert. Die habe ich nämlich erst einmal benutzt und zwar war das in der alten Werkstatt sogar noch. Die ist jetzt nicht die beste, da gehen öfters mal die Schrauben auf, wenn man das Ding benutzt. Deswegen schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche ihr benutzt und mit welcher ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Denn wenn das Ganze hier cool ist, dann will ich öfters Flachdübel benutzen. Also ich bin vom Ergebnis mit der Flachdübelfräse nicht so ganz happy. Die Abstände von den einzelnen Brettern sind halt eben nicht so exakt. Ich muss jetzt noch schauen, dass dann alles bündig abschließt. Jetzt werden wir aber mal alles miteinander verleimen. Das habt ihr gar nicht. Mann, ey. Ist das eine Scheiße. Verfickte Lang. Das hat mich jetzt gerade so geärgert, dass ich mir jetzt kurzerhand eine neue Flachdübelfräse gekauft habe, denn das hier war echt extrem ärgerlich. Ich zeig da mal was. Bei den anderen Teilen konnte ich diese ganzen Seitenteile ein bisschen zurechtklopfen, dass das auch einigermaßen bündig ist. Hier ist jetzt aber leider das Holz einmal gerissen und hier ist es nochmal gerissen. Der Riss geht relativ weit runter. Solange das von der Stabilität her jetzt erstmal okay ist, ist das auch so okay. Das wird man später, wenn es Finish drauf ist, auch nicht mehr wirklich sehen können, aber trotzdem ist es halt mega ärgerlich. Hier haben wir auch einen riesigen Versatz. Also wirklich ein richtiges Kackergebnis auf gut Deutsch. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Abstand von diesem Teil hier nehmen, weil das hat mich gerade schon extrem geärgert. Deswegen werde ich jetzt erstmal die ganzen anderen Hölzer fertig verleimen und in der Zeit kann das hier auch wirklich trocknen. Das, was ich hier gerade rangeleimt habe, waren Versteifungen für das komplette Möbel. Die sind eben dafür gedacht, damit das Ganze halt eben nicht anfangen tut, von links nach rechts zu kippeln. Ganz, ganz wichtig, weil ich keine Regal- bzw. Schrankrückwand reingesetzt habe. Als nächstes kann ich mal meine Multiplexplatte rausgraben, denn die einzelnen Böden der einzelnen Fächer werde ich in dem Fall aus Multiplex machen. Ich habe auch eh nicht so viel Fichtenholz da, was ich dafür zum Beispiel verleimen könnte. Deswegen benutzen wir hierfür Multiplex. Hi, war da.
Weil das hier auch für mich wieder so ein bisschen ein kleines Lernprojekt ist, gehe ich nicht in der sinnvollsten Reihenfolge vor. Das bedeutet, der Korpus braucht noch ein bisschen Arbeit, alles muss noch geschliffen werden und deswegen würde es eigentlich nicht so viel Sinn machen, die Vollauszüge jetzt schon zu montieren. Weil es aber wie gesagt ein Lernprojekt auch für mich ist, habe ich jetzt schon mal die Auszüge montiert, weil ich wollte einfach schauen, ob das alles so passt. Ich habe da immer so ein bisschen Probleme, die Vollauszüge zu montieren und deswegen werde ich dir jetzt mal sagen, wie ich das hier gemacht habe. Das ist jetzt so die Lösung, wie ich sie für mich gefunden habe, wie es sehr, sehr einfach funktioniert. Ich zeige dir mal, wie ich vorgegangen bin. Schritt Nummer 1. Den untersten Vollauszug kann ich mittels Distanzstück festschrauben. Das bedeutet, dass ich mir hier ein Stück Multiplex nehmen kann und kann das unter den Auszug legen und kann den schon mal an dem Korpus verschrauben. Warum mache ich das als erstes? Sage ich euch gleich. Der nächste Schritt ist der Abstand der einzelnen Schubladen. Ich habe 3 Schubladen und deswegen messe ich von der inneren Kante zur unteren inneren Kante die Höhe und das Ganze teile ich durch 3, weil ich 3 Schubladen habe. Das sind bei mir 26,5 cm und diese 26,5 cm, also einmal, plus dann nochmal 26,5, also bei 53 cm markiere ich mir ebenfalls. Jetzt können wir uns mal den Vollauszug anschauen. Ich benutze hier Hettich-Auszüge, muss man nicht viel zu sagen, sie sind halt einfach gut und sie halten auch die nächsten Monate und Jahre auf jeden Fall souverän hier in diesem Möbel. Das hier ist der Vollauszug und hier können wir jetzt einfach mal die Höhe messen. Das sind in etwa 45, 46 mm. Wenn wir das durch 2 teilen, wissen wir schon mal, wie viel wir quasi dazu rechnen müssen, damit wir hier genau mittig auf unsere Lochreihe von dem Vollauszug kommen. Jetzt müssen wir aber noch eine Kleinigkeit beachten, damit wir auch alle Vollauszüge gleichmäßig montieren. Denn wir haben ja am Anfang unten ein Distanzstück genommen. Und zwar hier dieses Multiplex-Stück. Und das haben wir unter den Vollauszug gelegt, damit wir halt eben unten das Ganze entspannt einbauen können. Die Dicke hiervon addieren wir zusätzlich. Das bedeutet, wir haben einmal die Hälfte unseres Bausatzes plus hier die Dicke von diesem Stück Multiplex, was wir jetzt einfach auf unsere markierte Stelle im Korpus drauf addieren können und dann halt eben den Riss ziehen können. Also ganz am Anfang habe ich ja hier alles durch 3 geteilt, also 26,5 plus nochmal 26,5, dann sind wir hier bei 53. Natürlich können wir unseren Auszug jetzt nicht hier mittig auf diesen Riss hier setzen. Wir müssen das Ganze plus die Hälfte plus die Dicke von unserer Unterlage, dem Stück Multiplex, ganz am Anfang unten addieren und kommen dann auf unser zusätzliches Maß, was wir hier einfach oben drüber markieren können. Bei mir sind das in etwa 2,4 cm. Das markiere ich mir jetzt einfach hier. Und jetzt haben wir die mittlere Position von unserem Auszug. Hier setze ich mir jetzt einen rechten Winkel. Und hier haben wir jetzt die mittlere Position, wo wir unseren Auszug montieren können. Die Auszüge sind jetzt im Korpus montiert. Wie montieren wir jetzt hier diese Teile an den einzelnen Schubladen? Als erstes nehme ich mir mal ein Maß. Ganz, ganz wichtig, das ist die Methode, wie ich sie halt jetzt eben anwende, wie es halt für mich ganz gut funktioniert. Wir nehmen uns jetzt ein Maß. Dafür nehme ich mir hier jetzt meine Schublade, die lege ich jetzt hier rein. Dass die Schublade ein bisschen schwer ging. So, die liegt jetzt unten auf dem Boden auf. Und jetzt kann ich halt eben hier unten vom Boden bis zu der Mitte von dem Teil, was hier an die Schublade rangeschraubt wird, einfach mal messen. Die Mitte sind in etwa 3,7. Natürlich brauchen wir auch so ein bisschen Platz unten vor der Schublade, damit sie nicht im Korpus schleift. Deswegen werden wir einfach hier den Vollauszug ein bisschen nach unten setzen. Deswegen werde ich mir das Maß 3,5 hier auf der Schublade markieren und dann halt eben hier bei diesen 3,5 cm den Auszug festschrauben. Das zeige ich dir auch einmal fix. Dazu nehme ich mir jetzt hier einmal das Teil, lege es mir über die Schublade. Dann habe ich hier ein Streichmaß. Das lege ich auch nur dort an, wo das Ganze verschraubt wird. Deswegen liegt hier der Auszug jetzt noch ein bisschen weiter oben drüber, damit ich halt eben weiß, wo die Schrauben auch hinkommen. Da müsst ihr keine ganze Linie durchzeichnen. Danach kann ich mir das Teil nehmen und lege es einfach mittig mit den Bohrlöchern auf meine Markierung. So, einmal eine Markierung und jetzt festschrauben. Die Schubladen sind jetzt drin, aber ich bin auch natürlich ehrlich mit euch. Die Abstände sind jetzt nicht hundertprozentig gleich
zu der oberen Schublade. Hier haben wir zum Beispiel 12,3, 12,2 und hier oben haben wir knapp 12 cm. Und dazu muss ich hier oben die Schublade noch einmal ausbauen und noch ein bisschen runterschleifen, denn sie ist jetzt noch zu breit. Deswegen läuft sie jetzt nicht automatisch rein. Das hier sind halt genauso die Punkte, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass ich Schreiner gelernt hätte, denn dann hätte ich es halt wirklich von der Pike ab gelernt und müsste es mir nicht selbst beibringen. Die Schubladen sitzen, aber natürlich sind wir immer noch nicht fertig, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen Gas geben, dass wir das Projekt jetzt auch mal schleunigst fertig bekommen. Das Möbelstück ist fertig. Ihr glaubt gar nicht, wie happy ich bin, dass ich jetzt doch mal endlich fertig geworden bin. Es gab auch hier wieder ganz, ganz viele Punkte, die ich lernen konnte bei dem Bau von diesem Möbel hier. Zum Beispiel wieder die Vollauszüge zu installieren und gerade was die Verbindung des Korpus angeht. Super, super coole Sache und ich habe auch echt hier wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ich bin kein Schreiner. Ich mache diese ganzen Dinge hier auf dem Kanal einfach, damit ich bei jedem Projekt ein bisschen besser werde. Hier gibt es auch wieder so zwei, drei Punkte oder ein paar kleine Punkte, die man hätte besser lösen können. Und damit du auch vielleicht hier direkt so ein paar Punkte für dich mitnehmen kannst, werde ich dir die einmal kurz zeigen. Das mit dem Bündigfräsen zuallererst mal hat echt gut funktioniert. Wir haben hier eine sehr, sehr schöne bündige Seite. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Denn das Ganze ist aufgrund von dem Lamello, dass alles nicht so richtig bündig abgeschlossen ist, leicht schräg gewesen. Man erkennt wirklich gar nicht, dass das außer Winkel ist. Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Also das mit dem Bündigfräser hat zuallererst mal richtig gut funktioniert. Hier oben die Schublade schließt nicht komplett. Ich gehe mal davon aus, dass sich das so ein bisschen über die Zeit auch legen wird. Aber jetzt braucht es hier noch so einen kleinen Toucher, dass das Ganze eben schließt. Die Leimfuge hier ist wirklich nicht schön. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass halt eben die Flachdübelfräse hier nicht tief genug gefräst hat. Auch so eine Kleinigkeit. Als ich euch erklärt habe, wie ich die Vollauszüge montiert habe, ist mir selbst ein kleiner Fehler aufgefallen und den zeige ich euch auch einmal fix. Hier unten diese Schublade hätte ich nicht so flach unten auf dem Boden machen sollen. Die hat sich jetzt ein bisschen gesetzt, was zur Folge hat, dass sie hinten anschlägt. Aber sie geht trotzdem sehr, sehr einfach zu in der normalen Praxis, wenn man das Ganze hier benutzt. Wenn man ein Stück Wäsche reinwirft, wird es auch gar nicht mal stören. Schaut unbedingt, dass ihr euch Tellerkopfschrauben kauft, wenn ihr diese Vollauszüge installiert. Denn mit denen kann man einfach viel besser das Ganze dann noch feinjustieren. Mit diesen Senkkopfschrauben seid ihr hier sehr, sehr begrenzt. Beim nächsten Mal hätte ich auch die Rückwand als 9 mm Multiplexplatte eingesetzt. Hatte ich jetzt derzeit nicht. Ich wollte das Projekt so schnell wie möglich umsetzen. Deswegen würde ich auch Folgendes beim nächsten Mal anders machen. Das Möbel wird gegen eine Wand gestellt. Überhaupt kein Problem. Deswegen ist das hier auch eigentlich gar nicht mal so tragisch. Aber eleganter wäre es halt trotzdem, wenn hinten eine normale Schrankrückwand eingebaut wäre. Ich bin gespannt, wie gut das hier auf die Dauer hält. Wie gesagt, ich mache es ja auch, damit ich halt eben sehe, okay, funktioniert oder funktioniert halt eben nicht. Ganz klar, in der Theorie weiß man ja eigentlich, dass man das in den Ecken so nicht machen sollte. Aber aufgrund der Kleinigkeit, also aufgrund der kurzen Länge, wollte ich das hier trotzdem mal ausprobieren. Einfach mal nur, um zu sehen, ob das gut funktioniert. Dann weiß ich einfach für die Zukunft, okay, ich habe hier vielleicht den Fall sowieso, dass ich es so dann trotzdem lösen kann, obwohl man es eigentlich nicht machen sollte. Ansonsten sind die Abstände wirklich sehr, sehr toll. Da habe ich einfach mir aus Multiplex 3 mm Streifen geschnitten und habe das Ganze aufgelegt. Hier noch eine Kleinigkeit, ist nicht wirklich dramatisch, aber jetzt habe ich es auch wieder halt eben dazugelernt.
Wenn ich direkt Tellerkopfschrauben benutzt hätte, hätte ich das hier besser nachstellen können. Ich konnte es jetzt nur noch bedingt nachstellen. Es ist jetzt schon besser, als es vorher war. Deswegen schaut wirklich, dass er Tellerkopfschrauben nutzt, dass er halt eben eure Vollauszüge gerade hier in den Positionen so ein bisschen nachstellen könnt. Die größte Sache, die ich aber wirklich dazugelernt habe, ist einfach, dass eine Flachdübelfräse wirklich, wirklich toll ist und dass eine Flachdübelfräse, die einfach günstig und billig ist, gar nicht wirklich toll ist. Man denkt, dass man damit viel machen kann, aber im Endeffekt ärgert man sich total. Deswegen würde ich für die Leute, die so etwas nachbauen möchten, empfehlen, kauft euch keine 50 Euro Flachdübelfräse, verschraubt das Ganze dann einfach normal und setzt vielleicht in die Schraubenlöcher Holzdübel oder macht das Ganze mit einem schwarzen Kit zu. Finde ich, sieht sehr, sehr schön aus und ihr erspart euch wirklich die Rumärgerei mit so einer doofen Flachdübelfräse. Ich habe es in dem Video auch schon erwähnt, ich habe mir jetzt eine bessere Flachdübelfräse gekauft, denn gerade bei dem Projekt hier ist mir mal aufgefallen, wie toll das wirklich ist, wenn man so etwas so zusammensetzen kann und die Verbindung war schon stabil. Das Arbeiten mit dieser Billig-Flachdübelfräse war zwar super ätzend, aber ich habe gelernt, okay, cool, das ist eine richtig tolle Möglichkeit, Plattenmaterialien so zusammenzusetzen, denn in der Vergangenheit habe ich es oft so gemacht. Ich habe da hinten so eine tolle Langlochbohrmaschine stehen. Und mit der lassen sich halt eben solche Rahmen sehr, sehr gut herstellen. Hier musste ich allerdings das Ganze dann einfalzen, damit ich die Multiplexplatte hier einsetzen konnte. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, etwas zu bauen, aber ich finde diesen Look hier viel eleganter. Deswegen habe ich mir auch diese bessere Flachdübelfräse gekauft, damit ich hier solche Projekte ein bisschen einfacher umsetzen kann. Butter bei die Fisch, was für Flachdübelfräse habe ich mal gekauft. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen, wenn ich das Teil auch benutze, denn ich muss erst selbst so ein bisschen herausfinden, wie gut das Teil halt eben funktioniert. Deswegen würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Auf der Seite verlinke ich dir jetzt noch zwei weitere Videos. Schau doch sehr, sehr gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ciao.